Letzten Sonntag, abends 20.45 Uhr, hat sich folgendes Spiel zugetan. Chelsea ging mit 3:0 in Führung. Doch dann kam Manchester United. Dieses Mal wird dieses Spiel komplett anders ausgehen. Denn Manchester United wird 4:0 gewinnen. Was hat gefällt? Chelsea! Man U! Hallo und herzlich willkommen! Zu einem weiteren, zu weiteren 20 Minuten Verschwendung von eurem Leben. Ja, die Spastenkicker, nein, die Spastenkicker LP präsentiert das Spiel Chelsea London gegen Manchester United in Chelsea. Ja, wir hoffen, dass ihr vorher viel gesoffen habt, damit ihr dieses Video nicht so extrem mitkriegt, denn es ist echt schlecht. Ja, man muss besoffen sein, um dieses Video anschauen zu können. Ja, das ist aber echt schlimm. Damit unterstützen wir die Alkoholindustrie. Ja, wir empfehlen Daniels. Nein. Und natürlich wird David Luiz von Anfang an spielen, denn er ist der beste Verteidiger ever. Wird mit Chicha im zentralen Sturm spielen oder mit Rooney? Chicha doch. Und Rooney auf dem Flügel. Ja. Und los geht's. Passt schon. Los. So, los geht's. Und was bin ich? Oh mein Gott, wann wird ich das? Ich bin der Stürmer. Nachdem Real gegen Barca kam und jetzt auch Italien. Und Real gewonnen hat. Oh, aber nur im Elfmeterschießen. Dieses Spiel gibt es kein Elfmeterschießen. Denn ich muss doch weg. Und auf jeden Fall, das ist das. Ist das letzte Video von Ding? Was? Das ist auf jeden Fall das letzte Video von World of Tanks. Ja, das ist das letzte Spiel, in dem ihr den World of Tanks Gutschein gewinnen könnt. Ja, danach gibt es dann ein paar andere Plätze. Die Stamford Bridge in Chelsea, London. In London, nicht in Chelsea. Ja, ich wollte sowas sagen, Chelsea, das ist mein Und Manni Breukmann und Frank Buschmann sollten dieses Spiel kommentieren, doch sie haben leider beide eine Krankheit, die wir noch nicht definieren können. Deshalb kommentieren wir das Spiel. Ja, deshalb, dieses Spiel kommt auf RTL. Das liegt aber nur am Niveau der Moderator. Sonst würde das Spiel auf. Und die Aufstellung von Chelsea. Chelsea spielt Hilario ist der auf der Bank. 3-2-1 System. Innenverteidigung mit David Luiz im Sturm, Mata, Drogba, Torres. Im Mittelfeld der überalterte Frank Lampard. Wer spielt die gleiche Formation? Und Menu spielt mit DG, der einen Donut geklaut hat, und Carrick auf der Bank. Mit Ferguson auf dem Trainerstab, also Ferguson ist Trainer, und wir spielen die gleiche Formation. Ihr könnt die Formation hier nicht sehen. Und Menu wird dieses Spiel hier 4:0 gewinnen, Minimum. Was der labert, außer hat das Spiel gekauft, was er im Voraus hat, der Schiedsrichter hat $1000 bekommen dafür, dass er einen Elfmeter kriegt in der 11. Spielminute. Mal sehen, ob er es einhält. Ansonsten kriegst du dein Geld zurück, oder? Ja, ansonsten krieg ich mein Geld mit 3% Zinssatz zurück. Okay, also dann pass mal. Und dann kann ich es auf Riester-Rente anlegen, bei der Sparkasse und bei der Volksbank. Das war schon wieder Schleichwerbung auf Mata. Ja, Schleichwerbung. Mata, vorbei am alten Sack Ferdinand. Von wegen. Theoretisch. Ja, nichts theoretisch. Praktisch. Oh, Mata. Und jetzt ist man schnell nach vorne, damit wir den 11 Minuten frei... 11 Meter... Ey, Frau. Was ist los? Shit, Rote. Ja klar, Drogba, schnell gesehen. Hat er gemacht? Hat er Stinkefinger zeigt. Drogba. Wie, was hab ich gemacht? Du hast alle Mitspieler, alle dunkelhäutigen Spieler von Manchester United als Affen beleidigt. Ja, mit Drogba ist selber dunkelhäutig. Ja, deswegen hat er es ja gemacht. Terry soll ja anscheinend rassistisch sein. Ist rassistisch, statistisch bewiesen. Deshalb soll er anscheinend auch nicht mit zur EM genommen werden. Hieß es vor kurzem auf www.sbox.com. Oh, seriously? Also mal schauen, was da los ist mit Terry und der englischen Nationalmannschaft. Also ich muss sagen, es sind 12 Minuten, ich habe meinen Elfmeter noch nicht, heißt, ich gebe mein Geld zurück. Super, David Luiz hätte vorhin bei das Tor gemacht. Die Chance gehabt, mir den Elfmeter in der 11. Minute jetzt zu geben. Torres, lauf Torres, du. Oh, Torres ist doch viel zu langsam. Das hat Efra hier aufgeholt. Efra ist halt nur 30 und Torres für 20. Oh! Ja, da kommt der Elfmeter, Ja, aber ich hab den Schiedsrichter auch bezahlt. Da Andersen, dann was Lampard. Frank Lampard. Hinten ist der Eingang Nummer 9. Lampard wird verziehen. Oh. Der Donut-Dieb! Ich dachte, der Ball geht weit drüber, aber irgendwie... Der 90. Minute am Sonntag einen Ball aus dem Winkel gefischt hat mit einer guten Parade. Also in echt jetzt? Ja, in echt jetzt. Hab ich nicht ein gutes Spiel. Ich auch nicht. Cool. Woher weißt du dann? Hat mir ein Vogel gezwitschert. Ein Vogel hat's gezwitschert? Nein, hat mein Bruder gelabert. Irgendwas mit DG hätte gut gehalten. Mein Bruder wollte eigentlich auf... Der macht absolut Sportwetten, wollte eigentlich auf Ding setzen, gell? Der wollte, als es 3-0 für Chelsea steht, auf Unentschieden setzen. Jetzt 100-fache zurückkriegt, hat's auch nett gemacht. So ein Idiot. Ja, mein Bruder halt. Cool. Seriously shit. Jetzt trockbar. Trockbar der. Ach, das ist super. Trockbar. Also wir brauchen dringend Tore, unser Tor steht jetzt bei 1,0 Tore
pro Spiel und jedes Spiel Verlängerung und Elfmeter schießen kann. Also ja. Das, was wir anbieten, ist rein fußballerisch einfach. Oh! Ja, aber oh, komm, Sarasa und Timo spielen auch nicht auch besser. Okay, die sind echt schlecht. Aber die sind coole Kommentatoren. Ja, okay, das machen wir. Wir versuchen zur Hälfte. Coole Kommentatoren, coole Spieler. Ja, und aber dann, es gelingt nicht immer so ganz, wie wir wollen. Ja, er versaut das Spiel mit seiner scheiß Taktik, Geduschtel da. Lauf, Ramirez! Lauf, Ramirez! Lauf, Bruno! Lauf! Lauf, Bruno, lauf! Lauf, Forrest! Wer? Forrest! Johnny, Johnny! Johnny, was ist los? Johnny, was ist los hier? Von wem hab ich das jetzt? Lass spielen. Ah, von einem anderen Let's Player namens Lass spielen. Oder? Das ist übrigens keine Schleichwerbung, das ist nur eine Kanalempfehlung. Das ist alles Schleichwerbung hier. Und so Martha wird auswendig, weil auch die Frau Martha, aber irgendwie macht es jetzt. Oh, kann Martha! Ich oben einblenden, so wie bei TV Total. Dauerwerb. Ich glaub, Dauerwerb ist ein Glück, könnte ich eigentlich machen. Nee, mach ich nicht. Nee, das wäre scheiße. Das kommt hetero. Ja. Oh, da kommt ja Ashley Young. Ah, das ist doch Joe Cole, ich kann keine Spieler wechseln. Ah! Ashley Young! Als ob du von da triffst. Ja, was soll ich sonst machen? Irgendwas anderes versuchen, meinen Verteidiger stehen zu lassen, auszutricksen. Ich habe Eckball gekriegt und ich bin Menu. Falls hier irgendwas, keine Ahnung. Oh, Rooney. Oh, Terry. Problem, aber wo sind wir? Hey, Rooney hier. Rooney hat nur einen Ferneinsatz gemacht, wir sind in England. Da war kein Bundesliga-Wischiwaschi. Bundesliga-Wischiwaschi. Die neue Spieleinstellung. Bundesliga-Wischiwaschi, oder ziemlich hart. Bundesliga-Wischiwaschi. Bundesliga-Wischiwaschi. Jetzt auf Bussingwa, der gerade nach Rooney stehen lassen. Der ist schon fast wieder rot. Bussingwa oder Rooney? Nee, Bussingwa natürlich. Ja, der ist auch ein Verteidiger. Und da muss es schön nach hinten. Ah, was? Doch, Tic-Tac ist online. Das bleibt wieder online, wie immer. Das, ja. Da und ist jetzt? Das bei dem in Origin FA-König. Warum? Er hat den nervt. Aber er die ganze Zeit on und off. Ja. Nur Aufmerksamkeit. Der, ist noch, der weiß doch gar nicht, dass ich Videos mache. Ah, stimmt. So. Und jetzt hier. Drogba. Hier. Drogba. Ey. Drogba hat die Kugel noch. Drogba. Drogba verliert den Ball und es ist Halbzeit und dann hätten wir dann. Oh, oh, Chicha! Als ob! Chicha! Und ich und alle! Oh. Was war das für ein Shit-Shirt? Achso, das war ein Shit von Tschech. Da rennt halt eiskalt weiter raus. Du hast bestimmt weiter die Tasche eingedrückt. Nee, die Tasche hat sich kurze Zeit verklemmt. Echt? Nee, das ist schon mal während dem FIFA-Spiel passiert, gell? Ich weiß. Da hast du die Passtasche eingeklemmt. Da hab ich halt voll den Shit zusammengespielt. Passtasche. Das war halt echt so. Da leg mich halt ab, ich muss kicken. Das war die Passtasche. Und es waren Aufstiegsspiele, liegt damals noch in Liga 8. Liga 8? Bist du schlecht? Ich bin Liga 4. Und die zweite Halbzeit hier im Old Trafford. Nein, wir sind ja in der Stamford Bridge. Stamford. Und wechselt bei Chelsea wahrscheinlich keinen einzigen Spieler. Nein, Chelsea wird nicht wechseln. Stamford Bridge. Ja, in der Stamford Bridge. Und man kann immer noch den World of Tanks Gutschein gewinnen. Falls ihr den gewinnen wollt, schaut einfach die letzten zwei Videos an, das seht ihr, da erklärt es euch mein Kollege Big Bang gut, wie man den Scheiß gewinnen kann. Schaut euch die anderen Videos an, es gibt uns Aufrufe und euch ein World of Tanks Gutschein. Und 25 Minuten von eurem Leben sind weiter verschwendet? Eigentlich nicht. Ein Let's Play soll unterhalten und unseres Let's Play, das unterhält das Publikum. Ja, ich finde auch. Auf eine super Art und Weise. Es ist einfach nur fantastisch. Weißt du, was sich am meisten ankotzt? Was? Diese Leute, wo dann da diese die Links schicken, wo dann dran steht, ey, mach super Let's Play, schaust dir auch an, genauso cool wie deine Videos oder so Videoempfehlungen. Ja, sind irgendwelche Idioten, die dauernd irgendwelche Links schicken. Aber muss ich mal die Videos angucken, die sind alle voll negativ bewertet. Ja. Und dann muss auch negativ bewerten, weil dann ist keine Werbung mehr, dann ist einfach nur noch. Ja, das ist aber echt so. Und die haben halt dann auch so viel. Oh, nee! Und der träumt. Rooney. Die Videos sind alle voll schlecht bewertet. Also sowas würde ich nie machen. Oder Kronk. Oh, oh, oh. So ein Kronk-Hater-Video mit 30.000 Negativ-Kommentaren. Negativ-Bewertungen. Jede Minute war fast ein weiterer Negativ-Kommentar. Ah ja, Kronk ist ein. Da hat so einer. Epic Kronk, Kronk forever. Da war der rote, so ein riesiger roter Ball. Und da hat einer ins Kommentar geschrieben: Ey, tolles Laserschwert unter der Beschreibung. Ach, das ist ja die negative Bewertungsleiste. Ja. Ich hoffe, die negative Bewertungsleiste bei unserem Balken ist ein grünes Laserschwert, also keine Sith, sondern die Jedi sind da. Das kommt jetzt in 3D raus, gell? Ja, Star Wars Episode 1. Oh mein Gott. Das ist die absolute Abzocke. Den exakt gleichen Film wie schon vor 10 Jahren. Nur mit 3D und dafür kannst du jetzt nochmal einen Haufen Geld. Ja klar, die richtigen Star Wars Fans gucken sich's an. Ja, wow, 3D.
Ja. Also jeder, wo sich das anguckt, Schön da schenkt lieb. denen nur weiteres Geld. Ja, dann machen sie die anderen Teile auch noch Wenn in sie wenigstens3D. den ganzen Film irgendwie neu aufgelegt hätten, irgendwie. Neue Haben sie doch, glaube Schauspieler. ich. Nein, haben sie nicht. Nur 3D drehen. Achso, nur 3D. Nur 3D mehr. Komplette Episode 1, genau gleich wie ohne 3D, nur halt 3D. Toll, wie haben sie das gemacht? Haben sie damals auch schon mit zwei Kameras aufgenommen? Keine Ahnung. Da haben sie halt einfach irgendwie 3D gemacht, das ist egal wie. Ja, da habe ich Jedenfalls was. wollen sie damit nochmal Geld einkassieren, anstatt einen neuen Film zu drehen, der Da einfach noch gab besser es ist. auf Computerbild. War auch so ein billiges Es Programm halt. hieß ja mal, dass Star Wars Episode 7, 8, 9 noch rauskommen soll, also die dritte Trilogie, aber irgendwie. Damals, als ich Star Wars noch anguckt habe. Star Wars ist cool, vor allem Teil 3. Wie heißt es? Rückkehr der Sith oder sowas. Die Auf Rache jeden der. Fall Teil 3 halt von der ersten Trilogie. Schaut euch rein. Oh mein Die zweite Gott. Trilogie, die kann man eh nicht anschauen, die Videos, ey, die Filme sind so alt. Ja, das stimmt. Die sollten sie mal neu auflegen und dann in 3D. Die haben sie mal neu aufgelegt, gell? Ja, die sind aber schon wieder alt. Vor 50 Jahren war das oder was? Guck dir mal die an, die kannst du das antun. Ja, das ist echt voll shitmäßig. Und jetzt gehen wir mal wieder zum Fußballspiel zurück. Es sind 70 Minuten vorbei, es steht 0-0. Ja, irgendwie läuft sie nicht. Ja, Es klar. läuft nicht bei den Spaßkickern. Bei Aber komm, Löwes du verteidigst sowieso. schon nur. Ich verteidige doch nicht, ich versuche anzugreifen. Du verteidigst hier. Lass du Ja, mal was zu. ich verteidige da hoch. Ich verteidige an der Mittellinie, nehme ich dir Ja, den ich komme Ball halt immer ab. zum Angriff. Deshalb muss ich ja hinten dir den Ball die ganze Zeit wegnehmen. Weil normal bin ja ich für den Angriff zuständig, du für die Scheiße, Drogba! Da außen wäre der Kloffen. Den Hast du ich vielleicht ja. gesehen? Jo, das war Matar. Juan Matar. Mata heißt er, glaube ich. Schumann, Kam ja ne. vor der Saison vom FC Valencia. Drogba! Oh! Du mit leuchtende Gegenspielerei, kein Wunder, dass du kein Tor schießt. Torres! Oh! Jetzt Mata! Dreh! Oh Mann, richtig! Alter. Also, unser Torschnitt sinkt dann auf. Was Ich machst du? versteh's. Keine Ahnung. Warte, wir haben zwei Spiele, zwei Tore, dann haben wir jetzt drei Spiele, zwei Tore, dann haben wir einen Torschnitt von unter 1,0 und. 0,66. Oh mein Gott, ist ja nicht schlecht. Okay, es war das schlechteste FIFA-Let's Play, was es gibt. Also muss ich noch ein Tor schießen. Lass mich ein Tor schießen. Lass du mich doch einfach ein Tor Und schießen. diesmal wird es keine Verlängerung geben, denn ich muss wieder weg hier. Er muss hier abhauen. Ja, ich stehe unter Zeitdruck. Er Ich muss habe nicht mehr sich. viel Zeit und jetzt vielleicht. Aber da kommt Tschech, Tschech. Und er macht ihn! Nein! Chicha! Nein! Chicharito! Nein! Javier Hernández, Junge! Und Chicha schiebt ihn an Tschech vorbei und mit Der was war für aber echt schön einem? gedreht. Der war schön Der hat sich gedreht. richtig schön um den Tschech rumdreht. Schön an Tschech vorbeidreht. Also ich versuche jetzt mein Fazit zu starten. Eine Partie, die eher von taktischem geprägt ist, also von wenig Torraumchancen und eher ausgeglichen die Partie, hätte ich gesagt. Und dann kam Chicharito, oder Javier Hernández, der Mexikaner. Ein einziges vor Tor und macht den Ball eiskalt rein. Ja, aber du Und hast auch deine Chance. jetzt vielleicht, der steht aber im Abseits. Wer denn klärt den Ball? Ferdinand klärt den Ball. Schießt das mal sein Mitspieler ab. Ah, Krampf im Bein, Krampf im Bein, ah, Wir Krampf. müssen mal von so einem hässlichen Laptop hier spielen. Krampf im Bein, ah, Krampf. Okay, mein Kollege hat einen Krampf im Bein, das werden wir nutzen, um noch ein Tor zu schießen. Ah, jetzt habe ich keinen Krampf mehr im Bein. Versuch bei FIFA mit Lenkrad zu spielen, das ist echt cool. Ja, haben wir ja schon mal gemacht, gell? Das ist übel Gas shit, geben ist Pass. ne? Das macht Spaß. Und er bringt ihn noch hinten mit, der muss was Gestern sagen. volle Chelsea, volle Offensive. Smalling! Smalling! Außenverteidiger! Hiermit werde ich meine FIFA-Karriere offiziell für beendet Chris halten. Smalling! Und Tic-Tac 1 zu 1 ist jetzt online. Zum Anziehen Shift plus F1 drücken. Tisch, Chris Smalling! Wir haben jetzt einen Torschnitt von über 1. Oh, cool. Da hat Chelsea versucht, alles nochmal nach vorne zu tun, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Du hast direkt einen Abschluss zum einen Spieler gemacht. Ich weiß. Der ist Boah. raus! Hätte ich auch noch reingelassen können für unseren Torschnitt. Ja, muss aber gerade mal richtig brenzlig. Gut, 2 zu 0 für Manchester United. Hätte gesagt, unverdient. Jetzt steht es wieder 2 zu 1 in Siegen für meinen Kollege. The Big Bang. Ah, komm, Oh, die DG10. Das sagt alles. Das sagt alles über das Spiel. Das sagt alles. Ich hätte gesagt, wir beenden das Video und sagen: Ciao!